Die Main-Spessart-Bahn verbindet die großen Städte Hanau, Aschaffenburg und Würzburg miteinander. Sie verläuft zwischen Aschaffenburg und Gemünden, gut 50 Kilometer durch das Mittelgebirge Spessart und auf den letzten 40 Kilometern bis Würzburg entlang des Flusses Main. Nachdem die meisten Regional- und Fernzüge nicht in Hanau enden, sondern bis Frankfurt am Main weiterfahren, stellen wir euch in dieser Videoreihe auch die gesamte Strecke von Frankfurt bis Würzburg vor. In diesem ersten Teil der Dokumentation behandeln wir die Geschichte und den Zugbetrieb. Viel Spaß! Vor 1944 erhielt die Frankfurt-Hanauer Eisenbahngesellschaft von der Freien Stadt Frankfurt und dem Kurfürstentum Hessen die Genehmigung zum Bau einer Bahnstrecke zwischen beiden Städten. Die Bahn wurde zwischen 1845 und 1848 gebaut. Der Bau der Strecke von Würzburg nach Aschaffenburg wurde 1846 per Gesetz bewilligt. Bis 1854 wurde diese Strecke errichtet. Dieser Streckenabschnitt war Teil der nach dem bayerischen König Ludwig I. benannte Ludwigswestbahn, die auch die Strecke von Würzburg bis nach Bamberg beinhaltete, wo Anschluss zur Ludwigs-Süd-Nordbahn Lindauhof bestand. Anspruchsvollstes Stück beim Bau war die Spessart-Rampe von Laufach bis zum Schwarzkopftunnel in Heigenbrücken mit einer Steigung von durchschnittlich 19 Promille. Ebenfalls im Oktober 1854 ging die Verlängerung der Bahnstrecke vom Bahnhof Hanau über die Landesgrenze bis ins bayerische Aschaffenburg in Betrieb. Diese Verlängerung verlief aber auch über die Philippsruher Allee in Hanau, die zum Schloss vom Kurfürst Wilhelm I. führte, der deswegen ein Schmiergeld von 100.000 Talern verlangte. 1859 wurde die Bahnstrecke über eine Verbindungsbahn mit drei weiteren Kopfbahnhöfen in Frankfurt, den sogenannten Frankfurter Westbahnhöfen, verbunden. Die nordmainische Strecke hatte aber den Nachteil, dass sie nicht durch die Stadt Offenbach führte. Außerdem kam die Verbindungsbahn an ihre Belastungsgrenze. Deshalb gab es 1868 Pläne für den Bau einer südmainischen Strecke von Hanau nach Frankfurt über Offenbach. Aufgrund des nötigen Baus zweier Brücken über den Main verzögerte sich die Fertigstellung bis 1873. Im November 1873 wurde die Strecke von Hanau Ost, dem heutigen Hanauer Hauptbahnhof, bis zum Bebraer Bahnhof, dem heutigen Bahnhof Frankfurt Main Süd, eröffnet. Der Bahnhof Hanau wurde in Hanau West umbezeichnet. Zwei Jahre später, also im Dezember 1875, war dann auch die Weiterführung dieser Strecke über die Friedensbrücke bis zu den Frankfurter Westbahnhöfen errichtet. Ab 1883 wurde mit dem Bau eines Zentralbahnhofes in Frankfurt begonnen. Am 18. August 1888 wurde der Frankfurter Zentralbahnhof, der heutige Frankfurter Hauptbahnhof, eröffnet. Die Trasse über die Friedensbrücke wurde aufgegeben,
und durch eine 1 Kilometer südwestlich verlaufende Trasse ersetzt. 1913 wurde der Zugverkehr von der Verbindungsbahn zwischen dem Hanauer Bahnhof und dem Hauptbahnhof auf eine neu gebaute Strecke über die Deutschherrenbrücke und den Bebraer Bahnhof verlegt. Auf der Verbindungsbahn fahren nur noch Sonderzüge oder Güterzüge zum Hafen. In den 50er Jahren wurde die Bahnstrecke elektrifiziert. . 1970 wurden Pläne von der Bundesbahn zum Bau einer Neubaustrecke von Würzburg parallel der A3 bis Aschaffenburg vorgelegt. Das Vorhaben war auch im Bundesverkehrswegeplan 1973 enthalten. Wegen zu starken Protesten von Naturschutzverbänden wurde es allerdings nicht realisiert. 1980 wurden dann nochmal Pläne zum Ausbau der Strecke gemacht. Diese sahen einen Neubau der Strecke im Bereich der Spessartrampe vor und die Einfädelung der Strecke auf die Neubaustrecke Würzburg-Fulda-Hannover, die sogenannte Nantenbacher Kurve. Diese und weitere kleinere Ausbaumaßnahmen sollten dazu führen, dass die Züge von Würzburg bis Aschaffenburg mit 200 km/h durchfahren hätten können. Aufgrund der Proteste der Aktionsgemeinschaft Laufachtal wurde auch dieses Vorhaben bis auf den Bau der Nantenbacher Kurve nicht umgesetzt. 1992 wurde dann nochmal eine Neubaustrecke Nantenbach-Hanau geplant. Aufgrund der zu großen Umwelteinflüsse eines möglichen Baus im Spessart wurden die Planungen auch wieder beiseite gelegt. Zwischen 1990 und 1994 wurde dann wenigstens erstmal die Nantenbacher Kurve, also der Abzweig von der Neubaustrecke Würzburg-Hannover, auf die Main-Spessart-Bahn gebaut. Seitdem fahren die Fernzüge nicht mehr über Gemünden, sondern auf den knapp 40 Kilometern vor Würzburg über die Schnellfahrstrecke. In den 80er Jahren wurde der Bau einer S-Bahn-Linie von Frankfurt über Offenbach nach Hanau geplant und 1988 mit dem Bau begonnen. Diese Strecke verläuft im Stadtgebiet Offenbach durch einen Tunnel und danach parallel der bestehenden Fernbahnstrecke. Die südmainische S-Bahn nach Hanau konnte am 28. Mai 1995 ihren Betrieb aufnehmen. Schon in den 70er Jahren wurde auch der Bau einer nordmainischen S-Bahn-Strecke geplant. Der Anschluss an den Citytunnel Frankfurt wurde auch bereits vorgebaut. Der Bau der zwei zusätzlichen Gleise über Maintal nach Hanau ist zwar aktuell wieder geplant, aber die Realisierung ist bislang ungewiss. Mehr Informationen zum Offenbacher Citytunnel, der S-Bahn Rhein-Main, der nordmainischen Strecke und dem Frankfurter Hauptbahnhof erhaltet ihr in Extra-Videodokumentationen auf dem Kanal BR111-Fan, die auch in der Beschreibung unter diesem Video verlinkt sind. Die Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt zwischen Frankfurt am Main und Aschaffenburg 160 km/h und zwischen Aschaffenburg und Würzburg zwischen 120 und 160 km/h. Eine Ausnahme bildete der Abschnitt zwischen Laufach und Heigenbrücken, der aufgrund der steilen Spessartrampe mit nur 70 km/h befahren werden konnte. Um auf diesem Streckenabschnitt die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen und vor allem den teuren Einsatz von Nachschiebeloks für Güterzüge zu beenden, wurde im Jahre 2006 dann der Bau einer Neubaustrecke beschlossen. Diese wurde zwischen Juli 2013 und April 2017 gebaut. Bis zum 14. Juni 2017 fuhren die Züge noch über die alte Spessartrampe.
Nach einer 5-tägigen Totalsperrung fahren seit 19. Juni die Züge über die neue Strecke. Über die neue, flachere Strecke dürfen die Züge jetzt mit 150 km/h fahren. Die Steigung konnte von zuvor 19% auf maximal 12,5% reduziert werden. Dafür mussten jedoch insgesamt 4 Tunnel mit insgesamt 4,5 Kilometern Länge gebaut werden. Außerdem musste der bisherige Bahnhof Heigenbrücken aufgrund der geänderten Trassenführung aufgegeben und durch den neuen Haltepunkt Heigenbrücken ersetzt werden, welcher 1,3 Kilometer südöstlich des alten Bahnhofes liegt. Die neue Trasse trennt sich kurz hinter dem Bahnhof Laufach von der bisherigen, führt jedoch noch einige Zeit fast parallel. Erst kurz vor dem alten Schwarzkopftunnel ändert sich die Streckenführung wesentlich und es geht durch den 2,6 Kilometer langen Falkenbergtunnel. Direkt am Ende dieses Tunnels befindet sich der neue Haltepunkt Heigenbrücken, an dem die neue Strecke dann auch wieder auf die bisherige trifft. Diese neue Spessartrampe ist Teil des Ausbauprojektes Ausbaustrecke Hanau-Nandenbach. Nach dem Bau der Nandenbacher Kurve ist die neue Spessartrampe nun ein weiterer Teil zur Verbesserung der Fernverkehrssituation zwischen Frankfurt und Würzburg. Da, wie bereits erwähnt, der Bau einer kompletten Aus- oder Neubaustrecke immer wieder scheiterte, sind es eben solche Projekte, die den ICE-Verkehr auf dieser Strecke etwas attraktiver machen. In Zukunft ist zum Beispiel eine Umfahrung von Lohr im Gespräch. Außerdem ist es theoretisch möglich, die fast komplett gerade verlaufende Strecke zwischen Hanau und Aschaffenburg für bis zu 200 Stundenkilometer auszubauen. Hierzu ist jedoch aktuell nichts geplant. Für die Fahrgäste im Nahverkehr gab es im Rahmen des Ausbauprojektes ebenfalls Verbesserungen, denn zwischen Lohr und Aschaffenburg wurden sämtliche Stationen modernisiert. Dabei erfolgte eine Erhöhung der Bahnsteige sowie eine Ausstattung mit Aufzügen oder Rampen, sodass nun an allen Stationen ein barrierefreier Einstieg möglich ist. Kommen wir nun zum heutigen Zugverkehr und beginnen dabei mit dem Fernverkehr. Über die Main-Spessart-Bahn rollen zwei regelmäßig verkehrende Fernzuglinien. Zum einen die im Stundentakt verkehrende ICE-Linie Ruhrgebiet München. Die Züge starten meist in Essen, teilweise auch bereits in Dortmund. Nach der Fahrt durch das Ruhrgebiet geht es über die Neubaustrecke Köln-Rhein-Main nach Frankfurt. Dort fahren die ICEs dieser Linie in Richtung München meistens zur Minute 54 ab. Züge halten bis auf vereinzelte Ausnahmen nur in Aschaffenburg, bevor sie in der Regel zur Minute 2 den Hauptbahnhof von Würzburg erreichen. Die Fahrt von Frankfurt nach Würzburg dauert somit 1 Stunde und 8 Minuten. Nach dem Halt in Würzburg benötigt der Zug noch einmal 2 Stunden für die Fahrt über Nürnberg nach München. In der Gegenrichtung verkehren die ICEs meist zur Minute 55 ab Würzburg. Frankfurt am Main ist nach 1 Stunde und 9 Minuten zur Minute 4 erreicht. Von Frankfurt ausgehend benötigt man dann für die Weiterreise nach Köln gerade einmal 1 Stunde. Dortmund ist nach 2,5 Stunden erreicht. Auf dieser ICE-Linie kommen die ICE-3-Triebzüge zum Einsatz. Sie bringen es in der Spitze auf 330 km in der Stunde, verkehren jedoch im Regelbetrieb nur 300 km pro Stunde. Auf dieser Linie wird diese Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h auf den Abschnitten Köln-Frankfurt und Nürnberg-Ingolstadt auch ausgefahren.
zweite Fernzuglinie verkehrt nur im Stundentakt und es handelt sich um die gemischte ICE- und IC-Linie Hamburg-Frankfurt-Wien. Es verkehren täglich 5 ICE-Zugpaare und 3 IC-Zugpaare über diese Strecke. Die 5 ICE-Zugpaare verkehren von Frankfurt nach Wien. Diese verlassen Frankfurt um 6.21 Uhr, 8.19 Uhr, 12.21 Uhr, 14.16 Uhr und 16.14 Uhr. Die Taktlücke um 9:15 Uhr wird zwischen Würzburg und Wien durch das einmal täglich verkehrende Zugpaar Hamburg-Wien über Hannover geschlossen. Zwischen Frankfurt und Würzburg gibt es dann zu dieser Stunde einen zusätzlichen ICE, der hinter Würzburg über Nürnberg nach München weiterfährt. Von den ICEs Richtung Wien starten zwei nicht in Frankfurt, sondern bereits früher. Der Zug um 8.19 Uhr ab Frankfurt startet bereits in Köln und der um 12.21 Uhr sogar bereits in Hamburg, wobei dieser über das Ruhrgebiet verkehrt, also im Gegensatz zum direkten ICE Hamburg-Wien, von Hamburg über das Ruhrgebiet und Frankfurt nach Wien verkehrt. Der 2-Stunden-Takt wird auch nach dem letzten ICE 16.14 Uhr ab Frankfurt noch einige Stunden weitergeführt. Denn dann verkehren IC-Zugpaare der Linie Hamburg-Ruhrgebiet-Frankfurt umsteigefrei weiter Richtung Bayern. So verkehrt um 18.21 Uhr eine der City nach Passau ab dem Frankfurter Hauptbahnhof. Er ist von Hamburg gekommen. Um 20.18 Uhr verlässt ein IC von Kiel nach Nürnberg den Frankfurter Hauptbahnhof und um 22.20 Uhr fährt dann noch einmal ein IC Hamburg-Nürnberg ab Frankfurt. In der Gegenrichtung ist das Angebot in etwa dasselbe, wobei hier die durchgebundenen Intercities am Vormittag verkehren und die ICEs am Nachmittag bis Abend. In westlicher Richtung verkehren die Züge immer zur geraden Stunde um die Minute 25 ab dem Würzburger Hauptbahnhof. Die Züge dieser Linie halten nicht in Aschaffenburg, dafür jedoch in Hanau, wobei auch hier Ausnahmen möglich sind. Auf den ICE-Zugpaaren ist der ICE-T, also die Baureihe 411, unterwegs, die es auf 230 km/h bringt. Die Intercities werden aus Wendezügen mit meist modernisierten Intercity-Wagen gebildet, die von einer E-Lok der Baureihe 101, manchmal noch 120, geschoben bzw. gezogen werden. All diese Fernzuglinien nutzen die Main-Spessart-Bahn jedoch nur von Frankfurt bis Lohr. Dahinter fahren sie auf die Nandenbacher Kurve und treffen dann auf die Neubaustrecke Hannover-Würzburg. Somit ist die Main-Spessart-Bahn zwischen Lohr und Würzburg nicht von Fernzügen befahren. Kommen wir zum Regionalverkehr. Die Städte Frankfurt am Main und Würzburg werden mit einem stündlichen Regionalexpress verbunden. Diese Züge halten meist in Retzbach-Zellingen, Karlstadt, Gemünden, Langenprozelten, Lohr, Partenstein, Wiestal, Heigenbrücken, Aschaffenburg, Kleinostheim, Dettingen, Karl und Hanau Hauptbahnhof. Zwischen Hanau und Frankfurt Süd gibt es dann zwei Varianten. Zum einen den RE55, der nur in Offenbach hält, und zum anderen den RE54, der in Hanau-West, Hanau-Wilhelmsbad, Maintal-Ost und Maintal-West sowie Frankfurt-Main-Kur und Frankfurt-Ost hält. Der RE55 fährt meist zur geraden Stunde ab Frankfurt Hauptbahnhof zwischen 6.34 Uhr und 20.34 Uhr ab. Von Montag bis Freitag fährt der RE55 zwischen 15 und 18 Uhr stündlich.
Der RE54 fährt zur ungeraden Stunde ab Frankfurt Hauptbahnhof sowie ab 21 Uhr stündlich. Das heißt, er fährt zwischen 7.30 Uhr, Montag bis Freitag zwischen 5.30 Uhr und 0.30 Uhr ab Frankfurt Hauptbahnhof. Wobei der Zug um 0.30 Uhr und von Montag bis Freitag auch der Zug um 23.30 Uhr nur bis Aschaffenburg verkehrt. Hinzu kommt ab Aschaffenburg täglich um 5.01 Uhr und wochenends auch um 6.13 Uhr ein RE55 Richtung Würzburg. Die Züge, die zur ungeraden Stunde ab Frankfurt Hauptbahnhof fahren, also meist die RE54-Züge, werden bis nach Bamberg mit Halt in Haßfurt und Schweinfurt durchgebunden. In der Gegenrichtung fährt von Montag bis Freitag ein RE55 ab Würzburg Hauptbahnhof um 4.19 Uhr, 5.15 Uhr, 6.37 Uhr, 7.37 Uhr und dann immer alle 2 Stunden weiter bis 19.37 Uhr. Am Wochenende fahren die RE55-Züge nur zwischen 5.15 Uhr und 19.37 Uhr immer zweistündlich. Außerdem verkehren im Berufsverkehr ab Gemünden RE55-Züge um 5.19 Uhr und um 6.35 Uhr. Hinzu kommen die RE54-Züge aus Bamberg, die ab Würzburg Hauptbahnhof täglich um 8.37 Uhr, 10.37 Uhr und so weiter bis 20.37 Uhr fahren. Hinzu kommen die RE54 ab Würzburg 21.33 Uhr und 22.33 Uhr. Der Zug um 23.39 Uhr fährt nur bis Aschaffenburg. Am Wochenende fährt der RE54 auch ab Würzburg Hauptbahnhof um 6.37 Uhr und 0.34 Uhr, wobei dieser nur bis Aschaffenburg verkehrt. Zwischen Bamberg und Frankfurt am Main verkehren wochenends auch 2 tägliche zusätzliche Regionalexpresszüge, die an Würzburg vorbeifahren und unter dem Namen Freizeitexpress Frankenland vermarktet werden. Sie fahren über die eingleisige Strecke Weigolshausen-Bernfeld, die sonst nur von Güterzügen genutzt wird. Diese Züge fahren in Frankfurt um 9.01 Uhr und um 15.01 Uhr und in Bamberg um 12.19 Uhr und um 18.19 Uhr weg. Sie halten immer in Frankfurt Süd, Hanau Hauptbahnhof, Karl Aschaffenburg Hauptbahnhof, Lohr, Gemünden, Schweinfurt und Haßfurt. Die Züge Richtung Bamberg halten auch in Offenbach und der Zug ab Bamberg 18.19 Uhr hält auch in Kleinostheim und Dettingen. Nun stellen wir euch die eingesetzten Loks und Wagen vor. Zwei Drittel der Regionalexpressleistungen zwischen Würzburg und Frankfurt am Main fuhren bis Juli 2016 mit 5 Doppelstockwagen mit Tiefeinstieg, die ab 2003 gebaut wurden. Diese Züge boten 517 zweite Klasse und 31 erste Klasse Plätze. Manchmal verkehrte auch ein Umlauf mit Doppelstockwagen Baujahr 1997. Das andere Drittel an Leistungen wurde mit Garnituren aus 5 Moduswagen mit Hocheinstieg erbracht.
diese Züge hatten 368 zweite Klasse Plätze und 22 erste Klasse Plätze. Vorgespannt war entweder eine E-Lok der Baureihe 111, Baujahr 1974 bis 84, oder eine moderne E-Lok der Baureihe 146.2, Baujahr 2005. Der Freizeitexpress Frankenland fuhr bis Dezember 2015 mit drei Moduswagen und einem Fahrradwagen der Bauart BDUU. Vorgespannt war eine 11er E-Lok. Bis Juli 2016 wurde diese Leistung dann von Triebwagen der Baureihe 425 bzw. 426 erbracht. Bereits im Juni 2012 hatte die Bayerische Eisenbahngesellschaft zusammen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund die Regionalexpress-Leistungen unter dem Namen Main-Spessart-Express ausgeschrieben. Im Januar 2013 ging die DB Regio als Gewinner der Ausschreibung hervor. Der neue Verkehrsvertrag gilt von Dezember 2015 bis Dezember 2027. Eigentlich sollten ab Dezember 2015 auch komplett neue Doppelstocktriebwagen vom Typ Twindex von Bombardier verkehren. Es handelt sich um 4 Wageneinheiten mit 25 erste Klasse und 400 zweite Klasse Plätze. Im Berufsverkehr sollen zwischen Frankfurt und Aschaffenburg teilweise 2 Triebwagen, also 8 Wagenzüge mit 850 Plätzen zusammen verkehren. Bombardier schaffte es aber nicht, termingerecht diese 9 Züge auszuliefern und zuzulassen. Im Laufe des Jahres 2016 wurden die Mittelwagen ausgeliefert, die ab August 2016 in den Verkehr gebracht wurden. Anfangs fuhren 4 neue Mittelwagen im 11er Sandwich, also es hing hinten und vorne eine E-Lok der Baureihe 111. Ungefähr die Hälfte der Leistungen musste aber noch mit Doppelstockwagen Baujahr 2003 oder Baujahr 1997 oder auch Moduswagen erbracht werden. Bis Dezember 2016 wurden weitere Twindex-Mittelwagen für die Strecken Nürnberg-Teuchtlingen-München bzw. Augsburg ausgeliefert. Eine Reihe dieser Mittelwagen wurden für den Main-Spessart-Express herangezogen und so gelang es der DB Regio ab Mitte 2016 planmäßig nur noch Doppelstockwagen auf dem RE Bamberg-Würzburg-Frankfurt einsetzen zu können. Die meisten Garnituren bestehen aus einem Steuerwagen Baujahr 2003 und 4 Twindex Mittelwagen. Aber auch Steuerwagen Baujahr 1997 sind vor Twindex Mittelwagen anzutreffen, genauso wie Doppelstock Mittelwagen Baujahr 2003. Vorgespannt ist meist immer eine 46er E-Lok.
Dabei sind auch zwei Werbeloks zu beobachten. Zum einen die 146246 im Bahnland Bayern Design und zum anderen die 146247 mit Werbung für den Digitalisierungskurs der Bahn unter dem Namen Vernetzt in die Zukunft. Ab und an kann auch noch eine ältere Elfer E-Lok vorgespannt sein. Auch Einsätze mit Moduswagen bzw. älteren Doppelstockwagen und einem Modussteuerwagen kamen 2017 als Ersatzzüge noch ab und an vor. Die Freizeitexpress Frankenland-Züge fahren im Elfer-Sandwich mit vier Twindex-Mittelwagen. Diese eben beschriebenen Garnituren werden wohl noch bis zur Auslieferung der Twindex-Steuerwagen zum Einsatz kommen müssen. Wann die Twindex-Steuerwagen einsatzbereit sind und so komplette Doppelstocktriebwagen der Baureihe 445 ausschließlich zum Einsatz kommen, ist unklar. Doch zusätzlich zu den eben vorgestellten Regionalexpresszügen verkehren noch einige weitere Züge über diese Strecke. Auf dem westlichen Teil der Strecke verkehrt die Regionalbahnlinie 58. Sie führt von Frankfurt über Hanau nach Aschaffenburg und seit Juli 2017 noch weiter bis Laufach. Zuvor gab es zwischen Aschaffenburg und Heigenbrücken eine separate Regionalbahn, die bis Dezember 2015 auch noch mit Moduswagen fuhr. Seit Dezember 2015 ist der Fahrzeugpark bereits an die RB 58 angepasst, da nach dem Bau der neuen Spessartrampe der Bahnhof Heigenbrücken durch einen Haltepunkt ersetzt wurde und dort keine Züge enden können, verkehrt die Regionalbahn seitdem nur noch bis Laufach, wurde bei dieser Gelegenheit mit der RB 58 verknüpft, sodass es heute eine durchgehende RB 58 Linie Frankfurt-Laufach gibt. Diese Linie verkehrt im Stundentakt. Der erste Zug startet von Montag bis Samstag um 4.58 Uhr in Frankfurt Süd. Danach verkehrt von 6.06 Uhr bis 22.06 Uhr immer zur Minute 6 ein Zug ab Frankfurt Süd. Außer dem Zug um 4.58 Uhr und den von 20.06 Uhr bis 22.06 Uhr verkehren alle Züge durchgehend bis Laufach, der Rest endet in Aschaffenburg. Am Sonntag verkehrt die erste Regionalbahn um 4.58 Uhr ab Frankfurt Süd. Danach herrscht jedoch eine Taktlücke bis 10.06 Uhr. Während dieser Zeit verkehren nur RE54er und RB56er, zu denen wir später noch kommen. Ab 10.06 Uhr herrscht dann der ganz normale Stundentakt, der sonntags genauso geführt wird wie an den anderen Wochentagen. In der Gegenrichtung startet der erste Zug von Montag bis Samstag um 4.28 Uhr in Aschaffenburg. Am Samstag verkehrt der nächste Zug dann um 5.58 Uhr. Und der darauffolgende um 7.11 Uhr. Dasselbe gilt auch von Montag bis Freitag, wobei es hier einen zusätzlichen Zug um 5.58 Uhr gibt. Ab 7 Uhr herrscht bis 21 Uhr ein Stundentakt, bei dem die Züge immer im Wechsel zu den Minuten 6 und 10 ab Aschaffenburg verkehren. Dabei starten die Züge von 7 Uhr bis 21 Uhr in Laufach. Am Sonntag herrscht auch in dieser Richtung zwischen 5 Uhr und 9 Uhr eine Taktlücke. In den Tagesrandlagen gibt es in beide Richtungen auch REs, die zwischen Hanau und Heigenbrücken überall halten. Von Montag bis Freitag im Berufsverkehr verkehren auch auf dem Abschnitt Laufach-Gemünden Regionalbahn, wobei hier der RE ohnehin rund um die Uhr an allen Unterwegsbahnhöfen hält.
nachdem die ersten drei Regionalexpresszüge des Tages, 4.53 Uhr, 5.19 Uhr und 5.49 Uhr ab Gemünden mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen bis Aschaffenburg gefahren sind, verkehrt um 6.14 Uhr eine RB 58 ab Gemünden, die durchgehend bis Frankfurt Süd verkehrt. Der darauf folgende RE um 6.35 Uhr ab Gemünden hält bis Aschaffenburg ebenfalls überall, also auch in Laufach und Hösbach, wo ab 7 Uhr nur noch die in Laufach beginnende Regionalbahn hält. Das heißt, die Regionalexpresszüge halten zwischen Gemünden und Aschaffenburg bis Heigenbrücken überall und fahren dann bis Aschaffenburg durch, sodass die Halte Laufach und Hösbach nur durch die Regionalbahn erschlossen sind, die jedoch in Laufach beginnt und endet. Um 15.40 Uhr, 16.40 Uhr und 17.40 Uhr verkehren wieder überall haltende RB 58 Züge ab Gemünden, die jedoch diesmal nur bis Aschaffenburg verkehren. Die letzten drei Expresszüge des Tages halten dann noch einmal überall. In der Gegenrichtung gilt in etwa dasselbe, das heißt die ersten REs halten überall und um 7.01 Uhr fährt eine aus Frankfurt gekommene RB 58 weiter bis Gemünden. Am Nachmittag verkehren die RB 58er nach Gemünden um 15.35 Uhr, 16.35 Uhr und 17.35 Uhr ab Aschaffenburg, wobei auch diese nicht nach Frankfurt durchgebunden sind. Um 19.04 Uhr ab Aschaffenburg verkehrt noch einmal eine durchgehende RB Frankfurt-Gemünden. Und die letzten drei Expresszüge halten wieder überall. Am Wochenende gibt es außerdem zur Tagesrandzeit überall haltenden REs keine zusätzlichen Regionalbahnen zwischen Laufach und Gemünden. Auf allen eben vorgestellten Regionalbahnleistungen verkehren seit Dezember 2015 Elektrotriebwagen der Baureihe 425. Zuvor fuhren auf dem Abschnitt Aschaffenburg-Gemünden Moduswagen mit der Baureihe 111 und auf dem Abschnitt Frankfurt-Aschaffenburg N-Wagen mit der Baureihe 143, teilweise ebenfalls 111. Die heutigen Fahrzeuge der Baureihe 25 sind alle im BW Frankfurt beheimatet und können 140 km/h schnell fahren. Die Baureihe 425 wurde ab 1997 gebaut und ist 67 Meter lang. Auf der RB 58 verkehren sie in der Regel maximal in Doppeltraktion, technisch gesehen sind jedoch auch Dreifachtraktionen möglich. In einem solchen Fahrzeug gibt es 206 Sitzplätze, von denen 164 in Vierersitzgruppen angeordnet sind. Hinzu kommen jeweils zwischen den beiden letzten Türen Mehrzweckabteile mit noch einmal insgesamt 30 Klappsitzen. Die restlichen 12 Plätze befinden sich in einem Erste-Klasse-Bereich, der sich in einem der Endräume befindet. Im anderen Endraum gibt es hier einen zusätzlichen Zweite-Klasse-Bereich. Am Zugende mit dem Erste-Klasse-Bereich befindet sich auch ein behindertengerechtes WC. Die Baureihe 425 ist insbesondere an ihrem markanten Sound erkennbar. Hört einmal selbst. Nachdem nun doch schon einige Male die Begriffe Nordmainisch und Südmainisch erwähnt wurden, ist es an der Zeit, hier einmal eine genaue Erklärung zu geben. Zunächst einmal liegt die eigentlich erst in Hanau beginnende Main-Spessart-Bahn grundsätzlich Nordmainisch. Bei der Verlängerung nach Frankfurt gibt es dann jedoch zwei fast gleich lange Strecken, die Nord- und die Südmainische. Die von der in Hanau einzweigenden Strecke aus Fulda kommende Züge verkehren bis auf die Güterzüge alle südmainisch.
Etwas anders sieht es da allerdings bei den Zügen der Main-Spessart-Bahn aus. Die ICEs sind da noch relativ einfach, denn sie verkehren meist südmainisch, wobei vor allen Dingen auch die Linie Frankfurt-Wien häufig nordmainisch anzutreffen ist. Die Züge des Main-Spessart-Express hingegen verkehren meist im Wechsel nord- und südmainisch. Der RE55 verlässt wie bereits erwähnt zur geraden Stunde den Frankfurter Hauptbahnhof. Er verkehrt südmainisch und hält somit zwischen Frankfurt Süd und Hanau Hauptbahnhof nur in Offenbach Hauptbahnhof. Der zur ungeraden Stunde ab Frankfurt verkehrende RE54 verkehrt nordmainisch und hält in Frankfurt Ost, Frankfurt Main-Chur, Maintal West, Maintal Ost, Hanau Wilhelmsbad und Hanau West. Der RE54 ist meistens der Zug, der nach Bamberg verlängert wird. Auf der nordmainischen Strecke ist der RE54 in einen 30-Minuten-Takt eingebunden. Ebenfalls in diesen 30-Minuten-Takt eingebunden ist auch die RB58 Frankfurt-Süd-Aschaffenburg bzw. weiter nach Laufach. Immer zu der Stunde, in der dann ein RE55 südmainisch verkehrt, wird die nordmainisch resultierende Taktlücke durch einen zusätzlichen RB58-Zug zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Hanauer Hauptbahnhof gefüllt. Auch diese zusätzlichen RB58-Züge verkehren mit der Baureihe für 25. Dieser Halbstundentakt auf der nordmainischen Strecke besteht von 5 bis 22 Uhr, danach herrscht noch ein Stundentakt bis 1 Uhr. Sonntags besteht auch zwischen 5 und 10 Uhr nur ein Stundentakt. Doch nur an Samstagen läuft das Ergänzungskonzept den ganzen Tag über wie oben beschrieben ab. Von Montag bis Freitag verkehren von 15 bis 19 Uhr alle Main-Spessart-Express-Züge südmainisch, also als A55. Demzufolge fährt die zusätzliche nordmainische RB58 stündlich. Ab 22 Uhr herrscht wie angesprochen an jedem Tag nur ein Stundentakt. Dieser wird nur aus den dann stündlich verkehrenden RE54-Zügen hergestellt, sodass es dann keine RE55er und keine RB58er gibt. Sonntagvormittag gilt in der angesprochenen RB58-Taktlücke dasselbe wie im Spätabendsverkehr. Verstärkerzüge auf der nordmainischen Strecke werden hier nicht extra erwähnt, da es wie angesprochen bei der nordmainischen Strecke eine extra Dokumentation gibt. Kommen wir jetzt noch zu den Zügen, die nur auf einem Teil ihrer Fahrt die Main-Spessart-Bahn nutzen. Zwischen Frankfurt und Hanau sind dies einige Züge, die deshalb, auch da die Main-Spessart-Bahn erst in Hanau startet, hier nur kurz angesprochen werden. Von Frankfurt bis Hanau nutzen folgende Züge zusätzlich zum bereits vorgestellten Zugverkehr die Strecke. Die zweistündlichen ICE-Linien Zürich-Hamburg, Stuttgart-Hamburg, Basel-Berlin und München-Berlin, die mit ICE-1-Zügen verkehren. Sowie Wiesbaden-Dresden und Frankfurt-Leipzig, die mit ICE-T-Zügen verkehren. All diese Linien ergänzen sich auf gewissen Relationen zu einem Stundentakt. Der zusätzliche Regionalverkehr besteht aus dem stündlichen RE50 Frankfurt-Fulda, bestehend aus einer Baureihe 114 Doppelstockwagen, der stündlichen RB51 Frankfurt-Wächtersbach, ebenfalls bei einer Baureihe 114 und Doppelstockwagen, sowie dem zweistündlichen RE85 Frankfurt-Großumstadt-Niebelsbach sowie am Wochenende weiter bis Erbach, der von einer Baureihe 615 betrieben wird. Hinzu kommen auch hier sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr einige Verstärker, die jetzt nicht erwähnt werden. Zwischen Hanau und Kahl nutzt zudem neben der RB58 auch noch eine weitere Regionalbahn unsere Strecke. Es handelt sich um die RB56, die sogenannte Kahl-Grundbahn Hanau-Schöllgrippen. Diese Linie verkehrt meist im Stundentakt. Am späten Abend sowie Samstagnachmittag und den ganzen Sonntag verkehrt sie nur im 2-Stunden-Takt. Die Züge starten von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr und am Wochenende von 7 bis 21 Uhr am Hanauer Hauptbahnhof, immer zu Minute 3. Es werden die Zero-Triebwagen der Baureihe 642 eingesetzt, die es auf 120 km/h bringen können.
widmen wir uns nun den Regionalbahnleistungen zwischen Gemünden und Würzburg. Diese halten an allen Unterwegsbahnhöfen. Sie verkehren im Stundentakt als Regionalbahn Bamberg-Jossa und zum Teil weiter bis Schlüchtern. Von Montag bis Freitag fahren im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr verstärkte Regionalbahnen zwischen Würzburg und Karlstadt, teilweise auch ab Gemünden, die dort dann einen 30-Minuten-Takt herstellen. Diese Verstärker fahren ab Würzburg in südliche Richtung weiter nach Kitzingen oder Teuchtlingen. Die Regionalbahnen fahren von Montag bis Freitag ab Gemünden zwischen 4.52 Uhr und 20.26 Uhr. Wochenends fahren sie zwischen 8.27 Uhr und 20.26 Uhr. Um 23 Uhr gibt es dann nochmal täglich einen RE54-Zug, der zwischen Gemünden und Würzburg überall hält. In der Gegenrichtung fahren die Regionalbahnen von Montag bis Freitag zwischen 5.38 Uhr und 20.23 Uhr ab Würzburg Hauptbahnhof. Wochenends fahren sie dort zwischen 7.01 Uhr und 20.23 Uhr. Die Regionalexpresszüge um 4 und 5 Uhr sowie zwischen 21 Uhr bis 0 Uhr halten in dieser Richtung zwischen Würzburg und Gemünden überall und ersetzen damit die Regionalbahnen. Bis Dezember 2010 fuhren auf dieser Regionalbahnlinie N-Wagenzüge mit 11er oder 43er E-Lok. Aufgrund einer Ausschreibung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die auch die DB Regio gewonnen hat, war diese ab Dezember 2010 gezwungen, dort Neufahrzeuge einzusetzen. Es verkehren dort seit dem Triebwagen der Baureihe 440, mit 172 zweite Klasse und 12 erste Klasse Plätze. Bis Dezember 2014 gab es im Berufsverkehr auch noch teilweise Einsätze mit N-Wagen. Seitdem gibt es einzelne Umläufe mit der Baureihe 425. Kommen wir zum Ende dieser Dokumentation noch auf den Güterverkehr zu sprechen. Während der Güterverkehr auf dem Ostabschnitt gleich noch vorgestellt wird, kommen wir zunächst noch zum Güterverkehr nur auf dem Westabschnitt. Denn die Main-Spessart-Bahn ist zwischen Klein-Ostheim und Groß-Krotzenburg Teil der Frankfurter Güterumgehung, die von Bischofsheim über Darmstadt und Hanau nach Friedberg führt. Hier sind somit viele Nord-Süd-Güterzüge, die von der Rheinstrecke kommen und auf die Strecke nach Norden verteilt werden sollen, unterwegs. Auf der gesamten Main-Spessart-Bahn fahren Güterzüge, die aus dem Gebiet Rhein-Main oder noch weiter aus dem Westen von Deutschland kommen und Richtung Nürnberg, Augsburg oder München oder auch zum Teil weiter Richtung Österreich fahren und natürlich auch solche in der Gegenrichtung. Tagsüber sind etwa 1 bis 4 Güterzüge pro Stunde zwischen Aschaffenburg und Gemünden anzutreffen. Kurz vor Gemünden trifft die Strecke aus Richtung Fulda auf die Main-Spessart-Bahn. Das heißt, hier zweigen auch Güterzüge aus Richtung Niedersachsen und Hamburg ein, die weiter Richtung Süden fahren. So ist der Abschnitt zwischen Gemünden und Würzburg meist ziemlich dicht von Güterzügen befahren. Etwa 4 bis 8 Güterzüge sind hier im Schnitt pro Stunde anzutreffen. Es sind sowohl Güterzüge, die von Loks der DB Cargo gezogen werden, zu beobachten, als auch solche, die von Loks von privaten Güterverkehrsunternehmen gezogen werden.
Das Maintal ist deswegen ein beliebtes Ziel von Eisenbahnfotografen und Filmern. Damit wären wir jetzt am Ende dieses ersten Teils der Dokumentation über die Main-Spessart-Bahn angekommen. Im nächsten Teil gibt es dann eine Zugmitfahrt von Frankfurt am Main nach Aschaffenburg, wobei hier auch die Bahnhöfe und die Städte mit vorgestellt werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.